dann. No. Welche nicht? Welche Tankstelle? Ja, Richman, immer noch. Verdammt, ich bin nicht Richman. Ich bin Bormann. Du Hurensohn! Ich komm nicht klar! Mit einem anderen beschäftigt. Ist doch klar, dass ihr das zu dritt machen müsst. Genau das. Ey, warum bin ich mehr mit Frauen unterwegs? Digga, du bist so eine Laberbacke, Bro. Ich bin eine Laberbacke. Hey, Körner, kannst du mir was? 10 Schlitzlimo und 10 Nachbrüche holen? Mach ich! Ich liebe dich so sehr, Digga! Ich liebe dich so sehr, Digga! Ey, verdammte Scheiße, so redest du nicht mit Frank. Verstanden, Mann? Verstanden, Digga. Der haut dir in die Fresse, ne? Das ist mein Sohn, Digga, ist ein Pitbull. Ich hab sowieso Lust, jemanden ins Knie zu schießen, Kobi. Ja, schieß, schieß, Digga, schieß. Ist dein Schwanz kalt so oder warum wächst er nach innen, Alter? Weil die so eine zärtliche, ja, weil die so eine zärtliche Finger hat und so, die weiß nicht, wie sie rumzugehen. Hurenkind, Alter. Toni, klatsch ihn weg! Alter, warte mal, Toni, du kleiner Hund. Was hörst du auf ihn? Du kleiner Hund, dass du direkt ohne zu zögern auf ihn gehst, Digga. War klar, Digga, dass du nichts geschissen kriegst. Ja, Digga, wenn ich sage lutsch, dann lutsch. Du kleiner Hund, Toni, du Hund. Der hat dich groß gemacht, du Hund. Du kleiner Hund. Nicht mehr die Werkstatt hast du geschissen bekommen. Aber irgendwie weiß ich nicht. War es jetzt ein Witz von dir, oder? Hast du gesoffen, Digga? Hallo? Ach, gute Weiterfahrt. Ich hole jetzt keine Leute mehr dazu, ne? Nein. Nee, drei. Zwei Autos, die helfen. Oh, Junge. Das war knapp. Alter! Oh, Alter! Der hat Bock, Junge. Der hat uns der voll hinten reingerammt, Digga. Was ist denn mit ihm schon wieder verkehrt, Digga? Schmazerfucker. Wollen wir gerade aus durchfahren? Bitte. Nee, in meinem Telefon heißt er, ich bin Alzheimer-Patient. Ich hab mich sogar extra angeschnallt, ich dachte, du tust es. Alter, Digga. Achsenbruch. Geht's euch gut? Ja, klar, dir nicht. Und dann kommst du von der anderen Seite. Das hat er nicht gemacht. Das wo ist er? Er ist rausgeflogen aus dem Auto. Hä? Hier? Wolltest du einen Blinker setzen und stattdessen hast du aus dem Türgriff gerissen? Deswegen schnall ich mich mal an. Ich wollte eigentlich hier so, ja. Eigentlich waren wir nicht schnell unterwegs. Könnt ihr den Wagen holen? Ja, Capri, was lapperst du für eine Scheiße, Digga? Hä? Ja, labert Scheiße, Digga? Jan? Jan, wer labert Scheiße? Alter, wie lieb hast du hier? Alter, warum? Du Vollidiot! Wann werde ich sie wiedersehen? Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich bin auf Klo, Alter, und bin will in Ruhe kacken. Und dann das ganze Zeit, Digga. Ich kann diesen Sound nicht mehr hören, Alter. Ah, Bro, alter Bedflip, Digga. Kranker Typ, Mann. Ey, du hast so Bro. Ein Glück. Ey, ich sag Bro. Mal langsam. Ey, Bro. Wir haben ein Motorproblem, Rudi. Sei froh, dass, Digga. Ey, Bro. Ich hab. Ey, Digga, wie haben wir das gemacht, dass wir wieder langsam. So. Langsam. Das ist Nili. Und, Die mit den blauen Haaren. Tja, Digga. Das macht immer. Die Arme, Digga. Sie hat einfach ey, bitte geh mal hin und sag, ach, du kriegst ja noch einen Stempel auf der Stempelkarte. Nein. Das wäre witzig. Ich möchte euch nur eine Sache von Herzen mitgeben und die dürft ihr niemals vergessen. Menschen sind scheiße gepolt. Menschen sind so gepolt, dass sie das, was sie haben, nicht schätzen und das, was sie nicht haben, wollen. Wenn sie aber verlieren, was sie haben, wird ihnen erst bewusst, was sie hatten. Das klingt wie ein Poesiealbumspruch, aber das ist die fucking Realität, Alter. Deswegen schätzt, was ihr habt und eifert nicht irgendeinem Müll nach, den ihr gar nicht braucht, okay? Danke, tschüss. Warum stehst du hier wie eine Prosti? Hm? Warum stehst du hier wie eine Prosti? Hm, weil ich meine Autos sorten lassen will, weil ich die nicht finde. Muss noch Kaugummi kauen, dann beißt doch einer an. Ja, wie war das mit dem Lutschen? Besser ist, Mann. Ich
würde gerne mit ihm direkt jetzt reden und mit ihm... Alter. Digga, wer ist er denn, Bruder? Wie hat er das denn gemacht? Hast du das gesehen? Ja, ja. Das Digga, Michael Schumacher wieder aufgewacht, oder was? Der Fahrer soll einmal aussteigen. Ah, der meint dich. Du Pappnase, ich brauch einen Gurtschneider. Ich hab einen Gurtschneider. Hier, ich schneide dir das auf. So ist aufgeschnitten. Sag das doch. Oh. Ey, danke mal. Oh, steig aus jetzt. Alter, er hat ihn umgebracht. Mord. Oha. Was gibt es denn, ihr Lieben? Oh, die PMU ist vor Ort. Ne, danke. Was wollt ihr denn? Was ist denn los hier? Ja, leb du ihn doch. Ja, sag mal. Scheiße. Da kümmern wir uns erstmal um den Polizisten hier. Hier sehen Sie ein SUV in seiner freien Wildbahn. Hier hat er gerade die Beute geschnappt. Ich bin gleich verwiesen worden. Was ist eigentlich mit deinen Trainingsdings? Bist du schon zurück oder was? Ja, zwischendurch Pause, ne? Genug. Ach, hast Leute du gesagt, stimmt. Ja. Hast du gesagt. Das war sehr, sehr ruhig die letzten Tage und sehr angenehm. Eigentlich war das nur ein Taser-Tag-Turnier mit 6-Jährigen und dann haben wir diese richtig competitive weggefickt. Die 6-Jährigen? Weil sie dann geweint haben bei ihrer Mutter und gesagt, na du kleine Fotze, hast dich gerissen, ne? So schlimm, also? Ja, war gut. Hast du gehört? Hey, pass auf, Abdul. Du wirst jetzt ganz laut reden und schreien. Sie nehmen jetzt alle die Hände hoch. Sofort! Ja, okay. Das ist... Sie nehmen jetzt alle die Hände hoch. Sofort! Das ist kein Spaß und keine Übung. Das ist kein Spaß hier. Alle die Hände hoch, oder es knallt. Alle. So, Kollege, wieso funkst du? Sag das laut. Wieso funkst du, Kollege? Wieso funkst du? Runter. Wieso funkst du? Schrei weiter. Wieso funkst du, Junge? Wieso? Soll ich dich abknallen, oder was? Ich knall dich gleich ab, Junge. Nimm die Hände hoch und an die Wand. Hände hoch, an die Wand. Tot. Alle. Alle von euch. Alle. Wenn noch einmal funkt, ist tot. Ja, hier sind noch mehr Kollegen, sie sollten sich jetzt wieder gehen. Eigentlich können wir gehen. Digga, nur für dieses bis zu tot nehmen die einen Safe mit. Egal, ob Spaß war oder nicht. Ich glaube, das ist was los. Ah, it's a prank. Guck mal, da kommen sie. Wir wollen uns nach unserem Freund erkundigen. Perfekt, wer von ihnen hat gerufen, der kann gleich mitkommen. Ich nicht. Der ist gerade hochgelaufen. Er kam aus der Garage. Der ist hochgelaufen. Wir wollten fragen nach Herrn, wie heißt es überhaupt, Erich? Oder? Warum? Ja, weil du neben ihm so lange stehen bleibst. Sei doch gereicht mit dem Heli, der Spruch und tschüss. Ja! To be for... Oh! Bro, Final Destination, Bruder! Grabsteinkatalog? Katalog? An dem Alter sollte man schon mal früh nachdenken. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt mit dem Nachdenken? Ich. Wer bist du? Mit Namen präsentieren, Digga. Was heißt ich, Alter? Hier. Ja, willst du mich verarschen, Alter? Soll ich dich schlagen? Wie heißt du, missgeborener Dreckshaufen? Eder. Was? Eder. Warum hast du dich vorher nicht vorgestellt? Weil du mich gefragt hast. Wo sitzt du? Steh auf. Ich steh hier, mit der Waffe. So. Ach, Digga. Das ist einer von euch. Der beste Moment meines Lebens, Alter. Verdammtes Scheiße, ich dachte Zombies so und bin ich's bitte. Scheiße. Oh mein Gott, das war fast die Zapfsäule. Das reicht mir jetzt auch komplett, Alter. Ich hab die Schnauze richtig voll, Alter. Warum fährst du auch? So ein Dreck, Alter. So ein Dreck, Alter. So ein Dreck auch schon wieder, Alter. Wir eingetroffen sind, Ma'am. Natürlich. Wie kann ich denn was passieren? Die hab ich hier so aufgefunden. Ich hab tatsächlich nur so leicht eine Faust bekommen und dann hab ich mich ein bisschen hingelegt. Mario, komm. Scheiße, ey, ich hab wirklich nichts Schlimmes, wirklich nicht. Ich hab noch meine Beine funktionieren, meine Arme funktionieren, ich muss nicht ins Krankenhaus, gar nichts, ich brauche nur kurz Hilfe. Achso, ich glaube, wir nehmen ihn mit. Nein! Steig doch mal ein! Oh Gott. Gott. Oh Gott. Moment, die Herrschaft, Moment, wir müssen uns erst noch sammeln. Warte. Du Vollidiot! Steck doch gleich hinein, das ist ja. Könnt ihr behalten, Alter. Du bist so ein Vollidiot. Jetzt, wenn du getasert wirst, ist deine eigene Schuld. Halt dein Maul. Vollidiot. Was steckt er denn aus? Oh, geil, der hat seinen Kollegen. Warte, jetzt muss er auch warten. Die haben auch gewartet. Ey.